Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem Tagesschau 24 Extra zur Oscar-Verleihung. Denn in Los Angeles gab es wahrlich Historisches zu feiern für den deutschen Film. Großer Gewinner der bedeutendsten Filmpreisverleihung der Filmbranche war zwar das Science-Fiction-Abenteuer Everything, Everywhere, All at Once. Es wurde nämlich mit 7 Trophäen ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien Bester Film und Beste Schauspielerin. Doch der deutsche Beitrag, Im Westen nichts Neues, der gewann 4 Auszeichnungen. So viele wie noch nie eine deutsche Produktion. Die Literaturverfilmung über das Grauen des Ersten Weltkriegs wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an Kamera, Szenenbild und Filmmusik. And the Oscar goes to Edward Berger. All quiet in the Oscar. Der Moment, in dem ihr Traum wahr wird. Im Westen nichts Neues gewinnt den Oscar für den besten internationalen Film. Erst als 4. deutsche Produktion überhaupt. Für Regisseur Edward Berger vor allem der Verdienst seines Hauptdarstellers Felix Kammerer. Dies war dein erster Film und du hast uns alle auf deinen Schultern getragen, als wäre es nichts gewesen. Danke, Felix. 9-mal war der Film nominiert, so oft wie keine deutsche Produktion zuvor. 4 Oscars sind es am Ende geworden, unter anderem für beste Kamera und beste Musik. Wenn man Menschlichkeit und Mitgefühl in die Welt bringen will, muss man bei sich und seiner Umgebung anfangen. Abräumer des Abends und bester Film des Jahres, Everything, Everywhere, All at Once. Die schräge Science-Fiction-Action-Komödie. Insgesamt 7 Oscars, unter anderem für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. An alle kleinen Jungen und Mädchen, die so aussehen wie ich und jetzt zuschauen, dies hier ist ein Zeichen der Hoffnung und Möglichkeiten. Die Show selbst blieb diesmal skandalfrei. Nach der Ohrfeige von Will Smith im vergangenen Jahr eine gute Nachricht für die Oscar-Akademie. Und unser Reporter Torben Burgers ist in L.A. Torben, es ist ja eine lange Oscar-Nacht, die natürlich die Preisträger ganz besonders genießen. Hattet ihr denn schon Gelegenheit, mit den deutschen Stars zu sprechen? Das hatten wir tatsächlich. Wir haben sie angetroffen, wenn man so will, auf einem Zwischenstopp von einem wahren Party-Marathon. Direkt nach der Oscar-Verleihung gehen ja viele Preisträger zum sogenannten Governor's Ball. Das ist die offizielle Aftershow-Party. Und anschließend, dann strömen sie alle aus. Und wir haben die deutschen Preisträger an ihrem Hotel getroffen. Und da haben sie 2 Sachen betont, nämlich das eine, dass sie so froh sind, alle gemeinsam feiern zu können. Und auch, dass es ja schon das 2. Mal ist, dass der Film so viele Preise abräumt. Das 1. Mal bei den britischen Film Awards. Und wir können mal reinhören, was der Regisseur Edward Berger und der Schauspieler Daniel Brühl gesagt haben. Wir waren wahnsinnig froh, alle zusammen zu sein vor allen Dingen und alle zusammen zu feiern. Wir sind ja zu 40 hier, glaube ich. Und das war einfach, einfach ein tolles Gefühl, dass wir alle wieder vereint sind und diesen Film feiern können. In dieser Form gewürdigt zu werden von den Amerikanern und den Engländern, das ist einfach historisch, das ist unvergesslich, das hat es noch nicht gegeben. Ja, unsere deutschen Oscar-Preisträger. Die Oscars, die sind ja der internationale Filmpreis schlechthin. Ihn zu gewinnen ist ja für viele ein Lebenstraum. Entsprechend emotional sind häufig die Dankesreden. Was waren denn in diesem Jahr so die bewegendsten Momente? Ja, davon gab es in diesem Jahr tatsächlich gleich mehrere. Einer, der ist mir besonders in Erinnerung, das war Jamie Lee Curtis, die das 1. Mal einen Oscar gewinnen konnte und das trotz ihrer schon sehr, sehr langen Karriere mit ja auch vielen tollen Rollen. Und sie hat bei ihrer Dankesrede daran erinnert, dass ihre Eltern auch beide schon mal nominiert waren, aber eben keinen Preis gewinnen konnten und ist dabei dann in Tränen ausgebrochen. Und das war wie so ein roter Faden heute in der Preisverleihung. Viele Preisträger haben sich bei ihren Eltern, bei ihren Familien bedankt und dadurch hatte das Ganze so einen sehr, sehr persönlichen und emotionalen Touch. Und solche Reden sind ja auch immer wieder die Gelegenheit, politische Botschaften zu platzieren. Gab es das auch? Das gab es auch, und zwar in Form von Seitenhieben. Die Preisträgerin, die den Preis für die beste Hauptrolle, weibliche Hauptrolle bekommen hat, hat mal darauf hingewiesen, dass nicht allzu viele Frauen ausgezeichnet wurden und hat gesagt, man darf sich trotzdem nicht ermutigen lassen und schon gar nicht soll man sich sagen lassen, dass man zu alt sei, um seine Träume zu verwirklichen. Und auch, dass die Akademie sich ja vorgenommen hatte, diverser zu werden, wurde aufs Korn genommen. Zum Beispiel hat der Moderator Jimmy Kimmel gefragt,
gemacht, warum denn eigentlich James Cameron als Regisseur nicht nominiert war, ob man gedacht hätte, dass er eine Frau sei. Darauf hat er angespielt, weil tatsächlich in der Sparte Regie nicht eine einzige Frau nominiert war. Und wenn man genau hinschaut bei den 10 besten Filmen, gab es nicht einen schwarzen Hauptdarsteller und auch keinen schwarzen Regisseur. Ja, also einige Seitenhiebe, aber so ein Eklat wie letztes Jahr, als Will Smith Chris Rock eine Ohrfeige verpasste, sowas gab es dieses Jahr nicht. Das gab es tatsächlich nicht. Da hatte sich die Akademie Sorgen drum gemacht. Es gab extra ein Krisenteam, was hätte intervenieren sollen, wenn etwas passiert wäre. Das ist ausgeblieben und man hatte ja tatsächlich sogar schon auf anderem Wege versucht, so ein bisschen die Dynamik rauszunehmen. Der rote Teppich war nicht da, es war ein champagnerfarbener und er sollte tatsächlich die psychologische Wirkung haben, die Emotionen ein bisschen runterzukochen. Er sollte auch etwas glamouröser wirken. Ob das gelungen ist, das müssen Experten beurteilen. Ich fand es ganz in Ordnung. Ja, ich wollte gerade fragen, wie war denn die Stimmung auf dem roten Teppich, der dieses Jahr eben nicht rot ist? Die Stimmung war ausgelassen, sie war familiär, sie war freundlich. Das ist ja ein recht weitläufiger Bereich. Die ersten Stars kamen auch schon sehr früh dieses Jahr. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt. Bis gestern hat es ja die ganze Zeit geschüttet. Da hatte man sich schon Sorgen gemacht, dass alle pudelnass ankommen. Das war aber heute nicht der Fall. Was so ein bisschen aufgefallen ist, die ganz, ganz großen Stars, die man so aus der Vergangenheit kannte, George Clooney, Brad Pitt, Tom Cruise, andere mehr, die waren alle nicht da. Dafür natürlich aber viele neue Gesichter. Und insgesamt wirkte das Ganze schon sehr familiär und entspannt. Ja, Turban Burgers, vielen Dank für diese Eindrücke aus L.A. im Moment. Und für gewöhnlich haben es deutsche Filme ja schwer im Rennen um die Oscars. Aber dieses Jahr kam es ganz anders. Im Westen nichts Neues war der große Hoffnungsträger und er enttäuschte nicht. Mit 9 Nominierungen war der Film an den Start gegangen. 4 Titel wurden es dann am Ende. Und unser Kinoexperte Markus Fliegel, der hat die nächtliche Zeremonie in L.A. auch verfolgt. Im Westen nichts Neues, 4 Oscars, wir haben es gesagt. Wie sind denn diese 4 Titel für den deutschen Film einzuordnen? Also das ist schon eine ganz große Nummer, wohl so wie es Daniel Brühl eben auch gesagt hat. Historisch kann man es fast nennen, wenn man das einfach mal in Relation setzt. Das Boot, der wohl international bislang bekannteste deutsche Film, war seinerzeit vor 40 Jahren immerhin 6-mal nominiert, hat keinen einzigen Goldjungen mit nach Hause genommen. Filme wie Die Blechtrommel, einen Preis, Das Leben der anderen, einen Preis. Und es ist eben auch eine Auszeichnung für die gesamte deutsche Filmbranche, muss man sagen, weil da jetzt auch Filmemacher und Filmemacherinnen ausgezeichnet wurden, die sonst an Werken wie Fuck You Goethe 2 mitgearbeitet haben oder Vicky auf großer Fahrt. Und diese Auszeichnungen jetzt, auch wenn es nicht in den Königskategorien war, bester Film, beste Regie, aber immerhin beste internationale Produktion, das zeigt eben, dass deutsche Filmemacher durchaus international und auch mit Hollywood mithalten können. Die kochen auch nur mit Wasser, wenn auch vielleicht in etwas größeren Töpfen. Aber der ganz große Abräumer des Abends war ja, ich muss es immer noch ablesen, der Film Everything Everywhere All at Once mit 9 Oscars. Das ist ja nun ein ziemlich schräger Fantasy-Film. Woran lag das, dass der so überzeugt hat? Ja, warum hat er überzeugt? Er war auf alle Fälle schon seit dem Erscheinen ein großer Favorit bei Kritikern, konnte auch bei den britischen Filmpreisen jetzt nicht so sehr überzeugend. Da war tatsächlich dann im Westen nichts Neues der große Gewinner. Aber sämtliche Branchenpreise in den USA konnte er einheimsen. Von den Drehbuchautoren, von der Schauspielergewerkschaft. Es ist ein sehr abgefahrener Stilmix, bei dem eine Waschsalonbesitzerin durch verschiedene Paralleluniversen gejagt wird. Am Ende sogar gegen eine böse Version ihrer eigenen Tochter antreten muss. Das kann durchaus sein, dass das viele Zuschauer zunächst mal überrumpelt und überwältigt. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es eben doch nicht nur platte Action, sondern tatsächlich dahinter steckt auch ein Familiendrama. Es geht um verpasste Chancen und darum, dass man im Leben, wenn man will, auch vieles wieder gut machen kann und viele Dinge ändern, auch sich selbst eben ändern kann. Aber das, was du beschreibst, war das vielleicht der Grund, dass der Film bei uns in Deutschland vielleicht nicht so funktioniert hat? Er lief ja schon bei uns in den Kinos. Ja, das kann durchaus sein, dass Zuschauer, die eben etwas gemächlichere Filme haben wollen, damit tatsächlich nichts anfangen können, sondern nur ein Bildergewitter sehen. Das ist auch nicht völlig abwegig. Und das dann auch noch 3 Stunden lang, ist es relativ anstrengend, das zu schauen. In Deutschland gab es deshalb nur 140.000 Zuschauer, die sich dafür interessiert haben. Aber international muss man auch sagen, für eine relativ kleine Produktion eigentlich mit 20 Millionen Produktionskosten, über 100 Millionen Dollar eingespielt. Also insgesamt international durchaus ein Erfolg.
Nun haben wir eben gerade mit unserem Reporter in L.A., mit Torben Burgers, schon ein bisschen über die Dankesreden gesprochen und über die emotionalsten Momente. Aber solche Dankesreden sind ja auch immer der Moment für politische Botschaften. Wie sieht es denn aus mit dem Ukraine-Krieg? Man könnte ja erwarten, dass der in diesem Jahr auch eine Rolle gespielt hat. Was hast du beobachtet? Hatte ich eigentlich auch erwartet, muss ich sagen. Und da hat er doch erstaunlich wenig Platz eingenommen, muss man sagen. Es gab zwei Filme, die direkt oder indirekt einen Bezug zum Krieg in der Ukraine und zu Russland hergestellt haben. Das war einmal House Made of Splinters über ein Waisenhaus in der Ukraine und Waisenkinder, die dort evakuiert werden mussten. Und dann war es eine Dokumentation über den russischen Bürgerrechtler Nawalny, dessen gesamte Familie war mit auf der Bühne und auch die Frau von Nawalny durfte dann eine kurze Ansprache halten und sich auch an ihren Ehemann wenden, der ja bekanntlich in einem Gefängnis in Russland sitzt. Und sie sagte, er kämpft für die Demokratie und dafür, dass auch Russland bald frei sein sollte. Haben wir eben gerade auch im Einspieler gesehen. Und seit Jahren steht ja die Oscar-Akademie unter Druck, für mehr Diversität zu sorgen unter den Künstlerinnen und Schauspielern. Hat das gefruchtet? Hat das in diesem Jahr, hat man gemerkt, dass sich da was tut? Durchaus. Also ich glaube, der große Gewinner eben, Everything, Everywhere, All at Once, ist eben genau so ein Film, der vor allem von asiatischstämmigen US-Amerikanern produziert wurde. Auch das Regieduo ist zumindest zur Hälfte asiatischstämmig. Zwei Schauspieler wurden ausgezeichnet, Michelle Yeoh und Lee Kei Kwan. Da zeigt sich also tatsächlich, dass Diversität inzwischen eine größere Rolle spielt. Und es gab tatsächlich auch noch als eine Randnotiz den ersten Oscar für einen indischen Film. Der beste Song wurde ausgezeichnet aus einem Bollywood-Drama RRR. Und trumpfte auch auf mit einer wirklich extraordinären Tanzperformance im Oscar-Theater. Also Indien ist inzwischen auch bei den Oscars angekommen. Tja, und wir sind natürlich erstmal stolz auf Im Westen nichts Neues. 4 Oscars gab es in der Nacht. Das war Markus Fliegel, unser Kinoexperte. Vielen Dank für diese Informationen. Und die Preisverleihung, die wird uns natürlich den ganzen Tag weiter beschäftigen. So viel für den Moment.